In Star Wars Episode 7 und 8 sehen wir, wie eine Karte Rey zum im Exil lebenden Luke Skywalker führt. Doch wieso gab es diese Karte überhaupt? Luke lebte ja im Exil und wollte eigentlich von niemandem gefunden werden. Warum gab es dann eine Karte zu Lukes Position? Genau diese Frage und warum dadurch einige Storylines aus Episode 7 vollkommen unnütz werden wir heute klären. Und vorneweg vielen Dank an Golem of Blue Fire, der die Frage in den Kommentaren gestellt hat. Zunächst einmal, Luke ging ja ins Exil, weil er sich selbst als Jedi unwürdig fühlte. Er hatte an seinem eigenen Neffen versagt und ihn fast ermordet. Deswegen wollte Luke den Rest der Galaxis hinter sich lassen und an einem einsamen Ort alleine sterben. Dafür begab sich Luke auf die Suche nach den ersten Jedi-Tempeln, oder eher noch dem einen ersten Jedi-Tempel. Niemand wusste genau, wohin Luke gereist war, doch diejenigen, die Luke gut kannten, wussten, dass er sich auf die Suche nach den Ursprüngen der Jedi gemacht hatte. Nach einiger Zeit hatte Luke den besagten Tempel auf Arcto auch gefunden. Doch mit der Zeit spitzte sich auch die Lage in der restlichen Galaxis weiter zu. Ben Solo, der sich jetzt Kylo Ren nannte, schloss sich der Ersten Ordnung an, die einen groß angelegten Angriff auf die Galaxis plante. Seine Mutter und Lukes Schwester, Leia Organa, stellte hingegen eine eigene Truppe, den Widerstand auf, um genau das zu verhindern. Beide Seiten hatten bei ihren Plänen ein großes Zwischenziel: Luke Skywalker. Die Erste Ordnung, aber vor allem Kylo Ren, wollten Luke finden, um ihn auszuschalten. Denn ein Jedi-Meister konnte das Kriegsvorhaben von so gut wie jeder Armee aufhalten. Leia und der Widerstand wollten Luke hingegen finden, um seine Hilfe zu bekommen. Denn ein Jedi-Meister konnte nicht nur Armeen aufhalten, sondern auch Armeen sehr erfolgreich anführen. Also versuchten beide Seiten einen Weg zu finden, um Luke ausfindig zu machen. Das Problem dabei war nur, dass sie wirklich nicht wussten, wo genau er hingereist war. Sie wussten nur, nach was Luke auf seiner Reise gesucht hatte. Also begaben sich sowohl die Erste Ordnung wie auch der Widerstand auf die Suche nach dem ersten Jedi-Tempel. Der Ersten Ordnung kam dabei ihr Vorläufer, das Imperium, zugute. Imperator Palpatine wollte mit allen Mitteln ja verhindern, dass in seinem Imperium neue Jedi entstehen würden. Deswegen suchte er nach so vielen Jedi-Artefakten und Informationen, wie er nur konnte. Doch anstatt alles zu vernichten, was er fand, lagerte er es selbst ein. Die Artefakte versteckte Palpatine in geheimen Verstecken überall in der Galaxis. Die Informationen, die er hingegen bekam, versteckte er in verschiedenen Archiven. So hatte Palpatine auch einige Informationen über frühe Jedi-Tempel und ihre Standorte herausbekommen, sowie auch einige Karten, die zu diesen Standorten führten. So konnte die Erste Ordnung auch an eine Karte gelangen, die zum allerersten Jedi-Tempel nach Arcto führte. Aber dann hätte die Erste Ordnung ja Luke vor Rey finden müssen, oder? Ja, ganz genau. Deswegen kommt hier Lor San Tekka ins Spiel. Lor San Tekka wurde noch zur Zeit der Republik geboren und war ein treuer Anhänger der Kirche der Macht. Diese Kirche der Macht war im Prinzip der Jedi-Orden für alle Nicht-Machtsensitiven. Mitglieder dieser Kirche glaubten an die gleichen Grundsätze wie die Jedi, konnten aber selbst keine Jedi werden. Als jemand, der die Republik noch selbst miterlebt hatte, glaubte Lor San Tekka die Geschichten des Imperiums über die Jedi nicht, weshalb er der neuen Republik und Luke Skywalker offen gegenüberstand, als das Imperium fiel. Laut der Romanversion von Episode 7 war es dann genau dieser Lor San Tekka, der es schaffte, den wichtigsten Teil dieser Karte zu Luke Skywalker bzw. zum ersten Jedi-Tempel zu stehlen. Genau den Teil, der die letzten Schritte zu Arcto zeigte. Ohne diesen Teil war die komplette Karte nutzlos und die Erste Ordnung hatte keine Chance, Luke zu finden. Und genau dieses Kartenfragment ist es, was Lor San Tekka am Anfang von Episode 7 Poe Dameron übergibt. So hat die Erste Ordnung einen Teil der Karte und der Widerstand einen zweiten Teil derselben Karte. Und beide können mit ihren einzelnen Teilen Luke nicht ausfindig machen. Hier kommt aber jetzt R2-D2 ins Spiel. Dieser hatte sich selbst in einen Niedrigleistungsmodus versetzt. Denn normalerweise sollten die Speicher von Astromech-Droiden, wie R2-D2 es war, regelmäßig gelöscht werden.
Doch da Luke eine emotionale Verbindung zu R2 aufgebaut hatte und die Rebellenallianz in ihren frühen Tagen es mit so Regulatorien eh nicht genau nahm, war R2s Speicher für Jahrzehnte nicht gelöscht worden. Somit hatten sich so viele Daten, sowohl nützliche wie unnütze, bei R2 angesammelt, dass er schon seit langer Zeit nicht mehr optimal funktionierte. Deswegen sein selbst auferlegter Winterschlaf, damit er all seine Energie darauf konzentrieren konnte, seine Daten zu sortieren und unwichtige Informationen zu löschen. Hier kam dem Widerstand jetzt die Tatsache gelegen, dass R2 einmal Kontakt mit den Computern des Todessterns gehabt hatte und dass sein selbst auferlegter Winterschlaf gerade rechtzeitig vorbei war. Denn als Poe dann mit dem Kartenfragment Lorsan Tekkas beim Widerstand ankam, hatte R2 seine Daten so weit sortiert, dass er das Kartenfragment erkannte und die Karte vervollständigen konnte. Denn die Erste Ordnung hatte die Karte ja in den Archiven des Imperiums ausfindig gemacht gehabt. R2, der ja für kurze Zeit Kontakt mit dem Computer des Todessterns gehabt hatte, hatte sich von dort einfach mal so viele Informationen wie möglich mitgenommen. Und unter diesen hatte sich anscheinend auch die besagte Karte befunden. Somit konnte R2 ganz einfach den Rest der Karte beisteuern, wodurch der Widerstand Luke als erstes finden konnte und nicht die Erste Ordnung. Es zeigt sich hier also, dass das eigentlich gar keine Karte zu Luke, sondern eine Karte zum ersten Jedi-Tempel ist. Das große Problem hierbei ist nur, dass R2-D2 ja anscheinend die ganze Zeit über diese ganze Karte verfügte. Das heißt, mit der Zeit hätte R2-D2 dem Widerstand die Karte ja so oder so geben können. Somit wird die Handlung von circa der Hälfte von Episode 7 ziemlich unnütz. Poe Dameron hätte sich damit einfach das Kartenteil von Lorsan Tekkas schnappen und vernichten können. Natürlich weiß der Widerstand nicht, dass R2 über die Karte verfügt. Und selbst wenn sie es wüssten, würden sie nie wissen, wann R2 durch all seine Daten durchkommt und ihnen sagen kann, wo der erste Jedi-Tempel ist. Doch für mich macht das die Handlung von Episode 7 durchaus unspannender. Das heißt, dass Poe, Rey und Finn einfach irgendwann in der ersten Hälfte des Filmes hätten sterben können. Und das Ergebnis wäre am Ende das gleiche gewesen. R2-D2 wäre irgendwann aufgetaucht und hätte dem Widerstand die Karte geben können, wodurch der Widerstand dann nach Arcto zu Luke gekommen wäre. Aber damit kennt ihr jetzt auch schon den Grund, warum es in Episode 7 eine Karte zu Luke Skywalker gab, obwohl dieser ja eigentlich im Exil lebte und nicht gefunden werden wollte. Was sagt ihr? Wie findet ihr diese Erklärung? Und denkt ihr, dass man das Ganze in der Geschichte von Episode 7 eleganter hätte lesen können? Haut es unten in die Kommentare. Und kommen wir damit zur heutigen Frage aus der Community. Henrik Blasum schreibt: Woher hatten die Jedi eigentlich die Standorte der machtsensitiven Kinder aus dem Holocron in Fallen Order? Oder zum Beispiel aus dem in Clone Wars? Eine super Frage. Im Kanon haben wir da bisher noch nicht wirklich Informationen zu. Wir wissen zwar, dass es die sogenannten Jedi-Sucher gab, deren Aufgabe es einzig und allein war, machtsensitive Kinder in der Galaxis zu finden. Doch wir wissen nicht wirklich, wie sie das im Kanon taten. In Legends haben wir da allerdings schon bessere Informationen drüber. Hier wissen wir, dass Jedi-Sucher hauptsächlich zwei Methoden angewendet haben. Zum einen haben sich Jedi-Sucher in Machtfähigkeiten spezialisiert, die ihnen dabei halfen, machtsensitive Wesen zu erspüren. Diese Methode funktionierte nicht immer und war auch nicht immer sehr genau. Doch wenn mächtige, machtsensitive Kinder in ihrer Nähe zur Welt kamen, konnten sie es spüren und zu diesen Kindern reisen. Dabei ist in ihrer Nähe ein dehnbarer Begriff. Das konnte auf anderen Planeten, in anderen Sternensystemen oder manchmal sogar in ganz anderen Sektoren sein. Das andere, was die Jedi-Sucher nutzten, waren die Unterlagen der Medcenter der Republik, die in der ganzen Republik verstreut waren. Also sowas wie unsere Krankenhäuser. Aus diesen Unterlagen konnten Jedi-Sucher auch manches Mal machtsensitive Kinder aufspüren. Und da die Galaxis riesig war, der Jedi-Orden allerdings nur eine begrenzte Zahl an Mitgliedern hatte und darunter sogar noch weniger Jedi-Sucher, konnte nicht jedes machtsensitive Kind sofort zum Jedi-Orden geholt werden. Im Kanon kann ich mir auch vorstellen, dass es einige Eltern gab, die es schafften, sich gegen die Jedi zu stellen und sich zu weigern, ihre Kinder dem Jedi-Orden zu übergeben. Solche Kandidaten wurden dann vor allem in den Kyber-Speicherkristall gespeichert, wodurch die Jedi jederzeit auf die Informationen zugreifen konnten.
Und anscheinend gab es auch noch weitere Kopien von diesem Kyber-Speicherkristall oder kleinere Datenbanken, die in einzelnen Holocrons gespeichert wurden, wie wir in Fallen Order sehen. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Wenn ihr mir jetzt selber eine Frage stellen wollt, die ich am Ende eines Videos beantworten soll, haut sie mit dem Hashtag FragSWB hier unten in die Kommentare. Lasst mir doch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr jetzt auch noch wissen wollt, warum Palpatine eigentlich die Republik für sein Imperium aussuchte und nicht die Separatisten, schaut mal hier in das Video rein. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein!